Schluck Ah, auf. okay. Oh ja, jetzt sehe ich es auch. Jetzt kriege ich erstmal wieder Google-Werbung. Spiel hängt auch. Bin ich jetzt zumindest im Stream wieder da? Ja. Dann erstmal, ja, tut mir leid. Es hat mal wieder einen Schluck auf. Jetzt muss ich nur, ja, jetzt hat es mich aus dem Spiel rausgeschmissen. Jo, bist weg. Ich sag ja, ich habe schon den ganzen Tag das Gefühl, dass es ruckelt. Und ich habe schon gleich Performance gemacht, deswegen sehe ich das nicht, was da mit dem Chat passiert, mit dem Stream passiert. Und jetzt sehe ich schon, er hat mich ganz rausgeschmissen. Es geht wahrscheinlich wegen dem Gewitter. Muss ich mal dann heute Abend dran denken, den Router neu zu starten. Vielleicht hat sich doch was verhakelt. Passiert ja hin und wieder. Ja. Tut mich leid, geht gleich weiter. Ist so warm. Wenn sich nur noch um Stunden handeln. Einloggen geht hier ja nicht so schnell. Sag ja, ich bräuchte einen neuen. Jung. Gleich. Gleich. Letzte Ladebildschirm. Frische Luft pusten. Gott sei Dank sieht mich ja keiner. Ausschnitt auf. Ausschnitt zu. Keiner sieht was, Gott sei Dank. Lass das, das riecht mein Kopfkino an. Kann ich nichts für, ich bin unschuldig. Ja. Sowas nennt man gezielte Provokation. Gar nicht. Doch. Wenn du sagst, Aufschnitt aufmachen und reinpustest. Hallo, mir Tu mal ist nur warm. Nicht so unschuldig, ja? Ich bin sowas von unschuldig. Für Ja. dein Kino kann ich Du bist die ganze Zeit nichts. schon so am Lachen, dass man deutlich sehen kann, dass du es selber nicht glaubst. An Blumenwiese, ganz tolle an Blumenwiese. Ja, genau, ne? Schöne, erfrischende, wohlduftende, ne? Und so. Genau, wohlduftende Blumenwiese. So, nee, hier müssen wir lang. Mische jetzt doch in die Stand. Nein, ich will vorher abbiegen hier. Auf den Nebenpfad. Kann nichts für euer Kino. Lalala. Nein, überhaupt nicht. Ich sage ja, ist gut, dass ich keine Cam habe. Aber wenn ich sage, die Dame eben, da war nur das exotische Öl zum Eincremen und es gab nur eine Rückmassage, da glaubt ihr mir dann auch nicht. Ja, wie denn auch, ne? Hast du gerade bewiesen, wir haben recht. Ja, und du hast auch gerade bewiesen, dass ich Recht habe. Also das ist jetzt Nee, eine ich Argumentation, wo habe sich die nichts Katze in den gemacht. Schwanz beißt. Nein. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Juck, juck. Guten Tag. Ihr seid hier.
Ich bin hier. Zellenblumenwiese ist aber auch nicht ganz unverfänglich. Wisst ihr, wer nicht hier ist? Vartola und sein Trupp. Wahrscheinlich verstecken sie sich. Oder sie sind tot. Sie sind besser nicht tot. Wenn du jetzt mehr so uns erzählen willst von Blümchen und Bienchen und so weiter, ne? Also ne? Ne, ich dachte eher an Blümchensex. Er wieder. Habt ihr Nario ja schon gesehen? Nario ist wahrscheinlich damit beschäftigt, ihren Schrieb zu erledigen. Und wir haben nicht die Zeit zum Warten. Diese Gelegenheit, mehr darüber zu erfahren, was Ulran zugestoßen ist, bietet sich uns nicht mehr lange. Wir müssen diesen Trupp Soldaten finden. Auf deiner Blumenwiese ist es friedlich und brav, Jenny, ist klar. Ich sag ja auch meiner nicht, aber Zellen, das glaube ich dir auch nicht, dass es auf deiner Blumenwiese friedlich abgeht. Pix! Huch! Pix! Total friedlich. Pix! Wir sollten wirklich auf Nario warten, ehe wir etwas über Altes tun. Na schön. Ihr wartet auf Nario. Ich ziehe los und suche nach diesen Soldaten. Das Weib ist unverbesserlich. Ja, ist es absolut. In Ordnung, machen wir es auf eure Art und Weise. Habt ihr eine Ahnung, wo wir das mit den Soldaten machen sollen? Ihre Befehle lauteten, die alte Festung auszukundschaften. Ich würde vorschlagen, wir suchen entlang des Außenbereichs und schauen nach, ob wir ihre Fährte aufnehmen können. Na dann. Nervensäge. Ja, geh vor, oh. Los, Weib. Geh. Nee, natürlich nicht. Ich glaube, wir müssen vor. Schrecklich. So muss ja nicht immer unser Inner vor. Und wollen wir von rechts nach links vorgehen? Ich sehe hier drei Pfeile. Ich würde sagen, fangen wir hier ganz rechts an. Ich würde sagen, ihr seht Bettzeug. Bettzeug. Noch eingewickelt und einsatzbereit. Ihr seht ihr nichts. Standardausrüstung für einen Redoran-Soldaten. Ja, wir müssen ihn quatschen lassen, sonst wissen wir nicht, was sie sich überlegt. Es könnte wichtig sein. Entschuldigung. Ja, sorry, ich habe nicht mitgekriegt, dass sie gequatscht hat. Weil ich habe meinen Ton aus, sonst habe ich Doppelton. Junge. Halt, mein Ton kann ich doch anmachen. Warte mal gerade. Halt! Ja, so viel sind die nächste. Ich brauche Heilung! Vergiss es. Heiler! Der Heiler ist leider anderweitig beschäftigt. So, jetzt einmal kurz 5 Sekunden Pause. Kurz sagen, ich habe einen Schlüssel. Ich muss meinen Ton wieder anstellen. Ich kann mich nicht an ihren Namen erinnern. Er hört Stimmen in seinem Kopf. Fertig? Ja. Ein Redoran-Offiziersschwert. Kein Redoran-Soldat würde das freiwillig zurücklassen. Okay. Haben wir jetzt Bettzeug und ein Schwert gefunden. Und da oben geht es bestimmt gleich auch Stunk. Ja, klar. Aua! Schon fertig? Gut. Ja. Ah, jetzt geht's. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier irgendwo. Ja. Das sieht irgendwie ungesund aus. Ja. Um nicht zu sagen, die dürften nicht sofort tot gewesen sein. Nee. Ja. Hey! Warte, Text weg. Dafür kann ich aber nichts. Nee. Aber doof. Ja. Kann ich ihn jetzt nochmal? Nee.
Nee, schade, jetzt erfahren wir nicht, was da gestanden hat. Bin extra nochmal zurück. Willst du irgendwas? Nee. Wie er irgendwie nach draußen fällt, obwohl er, ne, und so. Ist der besser? Ja. Leichte Füße. Leichte Füße? Ja, ich habe leichte Füße gefunden. Hier geht's nicht weiter. Ja, auf der anderen Seite. Soldaten und schaffen wir sie raus, bevor diese dummen Kultisten bemerken, was passiert. Gefangen nehmen! Halt! Veja, seid ihr das? Den dreien sei Dank! Ihr seid noch am Leben! Ich bin mir nicht sicher, was ihr und Veja hier treibt, aber lasst uns hier raus. Dann können wir Veja zu ihrem Vater zurückbringen. Ratsherr Eris ist seit ihrem Verschwinden krank vor Sorge. Zuerst wollen wir mal wissen, was mit Ulran passiert ist. Das ist weder die Zeit noch der Ort, um diese Diskussion zu führen. Holt den Schlüssel zu diesem Käfig. Dann können wir uns einen abgeschiedeneren Platz für eine Unterhaltung suchen. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo ich den Schlüssel zu dem Käfig finden könnte? Was mit dem Schlüssel, den wir gefunden haben? Einer der Kultisten hat den Schlüssel bei sich. Ich glaube nicht, dass er allzu weit weg ist. Wir können ihn hier gelegentlich patrouillieren hören. Befreit uns und ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Ihr habt mein Wort als Redoran und als Offizier. Na dann. Findet ihr den Schlüssel? Ich und Vartula unterhalten uns mal ein wenig, während wir warten. Na dann. Quatsch mal. Der Wahrheit? Oh, bitte. Ich will wissen, wer das meinem Bruder angetan hat. Lisa, die ist jetzt voll sensibel und voll diplomatisch und taktvoll und... Genau. Müssen wir uns ja keine Sorgen machen, oder? Nee, überhaupt nicht. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Ah, hier. Aber da ist noch einer, der uns... Ah, noch ein Opfer für den Fürsten möchte. Der Geschäfte. Ja, müssen wir uns ja keine Gedanken machen. Wo kommt denn der kleine Scheiß auf immer her? Weiß nicht. Ja, hatte keinen Schlüssel. Aber da liegt er. Ja, ah, das spricht jetzt wieder für uns beide. Das zählt jetzt wieder für uns beide. Hier ist noch ein Buch, das man aber nicht angrabbeln kann. Aber Bücherregale. Wie man die komischen Käfer pflegt. Noch irgendwas Spannendes? Nein, ich glaube nicht. Ein paar hübsche Käfige, in denen man wahrscheinlich nicht mal sitzen kann. Kiste mit Fischleim. Nee, da. Ja. Gut. Wollen wir nicht erstmal zurück? Ja, lass mich doch gucken. Geht hier eh nicht weiter. Ach so. Ja. Könnt ihr noch was Interessantes liegen und so? Ja, ich habe gedacht, wir gehen erst zurück, befreien den und dann geht es wahrscheinlich eh weiter, aber konnte nicht wissen, dass da nichts mehr ist. Stimmt, hier entsteht doch gar keine Karte. Guten Tag. Wo ist denn die Schnecke? Weiß nicht. Die wollte doch mit ihm hier quatschen. Ja. Sprich ihn an. Ich wusste, ich hätte Veja nicht die Wahrheit sagen sollen. Ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Bitte lasst uns hier raus. Wir müssen Veja aufhalten, ehe sie etwas tut, was sie hinterher bereut. Wo ist sie denn? Sag mir, was geschehen ist. Ich habe ihr gesagt, was sie hören wollte. Ich war bei Hauptmann Ulran an dem Tag, als alles geschah. Mir wurde befohlen, die Aschländer in die Stadt zu locken und eine Situation zu schaffen, mit der Ulran umgehen sollte.
Was für eine Situation. Laut meinen Befehlen sollte ich die Aschländer nach Balmora einladen, um mit ihnen Handel zu treiben. Dann sollten ein paar Schläger für einen Aufruhr sorgen, dem wiederum Ulran nachgehen würde. Das sollte nur seine Treue auf die Probe stellen. Wer konnte ahnen, dass Ulran seinen eigenen Soldaten tötet, um einen Wilden zu retten? Kein Kommentar. Nein, sonst verbabbel ich mich. Ihr sagtet, ihr hättet Befehle erfolgt. Wer hat den Befehl erteilt? Hauptmann Brivan. Doch damals war er noch ein Leutnant. Als ich all das Veja erklärt hatte, verfinsterte sich ihre Miene und sie stürmte hier raus. Ich glaube, sie geht nach Balmora, um ihn zu töten. Ihr müsst mich hier rauslassen, damit ich den Hauptmann warnen kann. Ja, wir haben jetzt wieder mal zwei Möglichkeiten. Hier ist der Schlüssel. Aber ich will, dass ihr euch raushaltet. Ich kümmere mich um Veja. Oder ihr habt Ulran in eine Falle geführt und Veja in diese Laune verhagelt. Ich werde euch einfach hier lassen. Und nun? Frag mir erst Sellen. Ich habe schon meine Meinung. Es sind ja nicht nur Sellen. Also ich meine, theoretisch sind 7 Leutchen da, die sich beteiligen können. Theoretisch. Ja. Was meint der Chat? Lass mal ihn hier versauern. Und dann lass mal ihn brav raus. Guru sagt 1, also rauslassen, aber er soll sich gefälligst raushalten. Sellen will ihn versauern lassen. Mantika was? Na klar, hilft uns jetzt nicht. 1 oder 2? Versauern lassen oder rauslassen? Eins, rauslassen. Also 2 mal 1, 1 mal versauern lassen. Noch jemand? Ja, ich bin für 2. Du bist für 2. Also, weil er muss, wenn er der beste Freund von Ulran gewesen ist, angeblich, dann muss er auch wissen, dass Ulran ein Herz für die Aschländer hätte. Und dann hätte er genau gewusst, wie der reagiert und hätte ihn nicht einfach in diese Falle gelockt. Ja gut, der beste Freund war ja der Hauptmann. Er ist nun ein guter Soldat. Ja, ja, gut, trotzdem. Es war nur ein treuer Soldat. Ja. Aber der beste Freund ist ja der Hauptmann gewesen. Der Hauptmann gewesen, stimmt, hast recht. Ich bin trotzdem für 2. Also, 2-2. Wir brauchen noch eine Stimme. Was ist denn mit deiner Stimme? Er hat nur Befehle voll. Ja, es ist halt ein Soldat, ne? Und Soldaten dürfen nicht denken. So nach dem Motto. Gut. Tatsächlich bin ich. Das heißt aber auch, dass Soldaten Befehlen, die illegal sind, dann aber nicht befolgen dürfen. Dann müssen sie theoretisch diese Befehle verweigern. Das ist natürlich sehr schwer, das ist mir klar. Dann landen sie meistens als Meuterer vorm Kriegsgericht. Eben. So einfach ist es nämlich nicht. Das habe ich auch nicht behauptet, dass das einfach ist. Also ich würde ja sagen, er kann raus, aber wehe. Wehe, er macht die Goschen auf. Stimmt, Wandiga, sollten sie. Aber das ist zum Beispiel auch ein Grund für mich gewesen, nicht zur Bundeswehr zu gehen. Er hat keinen Rüdiger, also Käfig. Jetzt seid ihr doch alle für Käfig, okay. Die Sellen ist die ganze Zeit von Käfig. Genau. Also wir haben im Prinzip jetzt 2-mal Käfig, 2-mal draußen und ich habe 1-mal auch die 1, also wären es 3-mal. Entschuldigung. 3-mal 1 und 2-mal 2. Will noch jemand? Sonst. Dann lassen wir noch raus. Kuckucks, will noch jemand was sagen? Wünscht. Okay. Dann sind wir leider 3-2. Dann müssen wir da rauslassen. Lassen wir noch raus. Habt Dank. Jetzt geht nach Balmora und haltet Veja auf, ehe sie etwas tut, was sie hinterher bereut. Okay. Und du hältst dich da raus und gibst Haue. Ist nicht die beste Verteidigung immer ein guter Angriff? Gut, Kinas. Aber immerhin, ne? Er fummelt sich eher am Schloss ab. Du bist schon vorgelaufen. Entschuldigung, ich dachte, es geht schon raus. Nee, der hat noch gequatscht.
Da ist schon wieder... Unglaublich, die sind schon wieder da. Aber immerhin, ne? Was? Nur, dass sie die Wachen getötet haben, wir leert den Pisspoint. Ah, die Wachen kommen so schnell nach. Und noch Wasser, gut. Komm, lass uns hier gerade runter, das sollte klappen. Aber wir können auch noch ein paar Kultisten verprügeln, so ist es ja nicht. Ja, er ja, gut, hat sich ein bisschen angestellt, aber das ist dann nicht unser Problem. Wollte ich gerade sagen, dann können wir auch nichts dafür, wenn er sich dann trotzdem opfern lässt, weil er zu dämlich ist, seinen Käfig aufzumachen. Und er hat den Schlüssel. Ja, eben. Also das für Dummheit können wir nichts. Wir haben abgestimmt, er hat knapp gewonnen, also. Er hat den Schlüssel und wenn er zu dämlich ist, den Käfig auszubekommen, dann können wir auch nichts dafür. Wie hier die Frösche quakseln. Hast du dir so gedenkt? Scheint das gesehen, was du vorhast, ja. Aua. Trolle lieben Menschenfleisch. Nia, guck mich an. Ich bin zart und wohlschmeckend. Eben. Ich bin hart und zäh, ungenießbar. Ja, hättest du gerne. Du, wenn du selber sagst, du bist zart und wohlschmeckend, dann werde ich ja wohl kaum widersprechen. Für Sub reicht auch du noch. Ja, das mag wohl sein. Außerdem, du weißt doch... Nerv, ist ja schon gut. Nein, so habe ich das gar nicht gemeint. Ich wollte nur sagen, du kennst doch diesen alten Spruch, man muss nicht schneller sein als der Bär. Und dann muss man schneller sein als der Mitläufer. Ja. Wir müssen noch mal in die Stadt schwimmen. Ich bin immer noch nicht drunter. Du bist immer noch nicht tot, wolltest du das jetzt echt sagen? Nein, ich wollte sagen, ich bin immer noch nicht schuldenfrei. Ich meine, ich bin jetzt in der zweiten Stufe, nicht mehr in der dritten. Vielleicht kann ich jetzt mein Kopfgeld bezahlen. Wollen wir mal probieren. Ansonsten müssen wir muss ich zumindest nochmal durchs Wasser. Schafft euren Hintern hier rüber, Heldin. Wir stecken in einer unschönen Situation. Ja, hier werden wir jedenfalls erwartet. Er greift jedenfalls nochmal an. Wie viel hast du jetzt noch? 800? 1118. Ach Gottchen, ist das langsam. Wir treffen uns in der Stadt. Ich meine, du kannst ja auch so ansprechen. Muss ich ja, die steht schon vor mir. Ja, ich hab's gesehen. Da lasse ich euch und Wea nur für ein paar Stunden allein und schon fährt alles ins Reich des Vergessens. Warum hat Wea das Versteck verlassen und warum nimmt das Haus Redoran die Stadt auseinander, um sie zu finden? Ich bin unschuldig, ich schwöre. Es ist nicht so, dass sie nicht warten konnte, aber als wir los sind und die Soldaten gesucht haben, also und die Feste da erkundet haben, also da gab es ein klitzekleines Problem, weißt du? Ihr habt was getan? Und ich nehme an, ihr hieltet das auch noch für einen guten Einfall. Nun, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Sagt mir wenigstens, dass ihr etwas herausgefunden habt, was mich dieses Debakel ein bisschen leichter verdauen lässt. Ja, also wir haben da erfahren, dass dieser Privan den Befehl gegeben hat, der zu Ulrans Verbannung geführt hat. Das erklärt, warum Wea ins Sippenhaus eingebrochen ist. Ich bin mir selbst nicht sicher, was dort geschehen ist, aber sie hat die Redoran-Soldaten wirklich stark aufgebracht. Wea könnte noch dort drin sein. Oder sie ist ihnen entwischt. Inzwischen könnte sie überall sein. Ich kann versuchen, gucken, wo sie ist und mit ihr quatschen. Wenn Wea Brivan ohne Schrieb tötet, werden sowohl die Morak Tong als auch das Haus Redoran ihren Kopf verlangen. Ihr überprüft das Sippenhaus. Ich schnappe mir Aschur und schaue, ob wir Weas Fährte in den Straßen aufnehmen können. Enttäuscht mich nicht, Heldin. Ah, mein Trinkglas funktioniert. Hihi. Guten Morgen, Sabi. Soll man natürlich nicht vergessen. Es funktioniert. Dann kann ich das stehende Glas jetzt wegnehmen. Prost.
Ghost. Ich habe nämlich heute Morgen zufälligerweise mitgekriegt, wie das funktioniert. Ganz rein zufällig. Hm? Guck doch mal, wie schön. Ich hab hier Hasche trinken. Prost. Ach so. Es bewegt sich jetzt. Kann man sich sogar angucken. Moin, Sabi, auch von mir. Ach, wieso funktioniert das bei der NPC bei mir aber nie? Was? Ach, der hat mich gerade an der Kette zurückgezogen. Den Spruch kann ich doch auch, aber bei mir funktioniert das nie, wenn ich versuche, NPC zu mir hinzuziehen. So, ich habe übrigens auch schon mit ihr gesprochen und gut. Bin wieder außerhalb der Stadt. Aber ich sehe gerade, wir müssen wieder rein. Ah, wie doof. Ja, wir müssen da jetzt irgend so ein komisches Haus finden. Ja, das Redoran-Sippenhaus. Ja. Ich bin da relativ nah sogar. Ja, warte, ich komme wieder in die Stadt. Ja, aber da sind halt viele Wachen da, ne? Ja, dann muss ich gerade umloggen und mir den Befragungsbrief zuschicken. Und hier stehen ganz viele Wachen. Da stehen 5-6 Stück mindestens vom Sippenhaus. Also da kommst du ja, nicht okay. Vorbei. Ich warte. Das geht aber relativ schnell. Ja, ich warte. Was ist denn? Ausloggen. Ja, ich will ausloggen. Ausloggen. Doch, finde ich eigentlich ganz nett, wie das der Trink sich so reinschiebt. Ja, danke, schön, Sabi. Ja? Hast du das gemacht? Hast du das gebastelt, Sabi? Hä? Nein. Oder? Ach, sie hat es jetzt zum ersten Mal aufgehört. Das ist doch das Glas, das kennst du noch. Das hast du doch damals zusammengeschnippelt. Und das jetzt habe ich. Ja. Ja, und jetzt habe ich eine Animation herausgefunden, wie ich die eine ganz simple Animation machen kann. Für Twitch. Und habe das jetzt dann so. Dass das so, weißt du, ich schieb das immer so über den Tresen, so, weißt du, tschum. Ja, ist das eine GIF-Animation? Ja. Wie kann ich dir das nächste Mal auch machen? Nee, das brauchte ich gar nicht. Ich habe einfach nur, das sind die Animationen, es gibt 4-5 Auswahlmöglichkeiten und da habe ich mir jetzt das hier ausgesucht. Ich wusste gar nicht, dass das so geht. Das hat mir heute Morgen jemand freundlicherweise erklärt. Achso, Twitch macht automatisch dann so kleine Animationen macht sie. So ganz simple kannst du dort machen. Das ist sowas und so ein Rollding und eins, wo runterfällt. Ja. Viel mehr habe ich noch nicht gesehen. Nämlich gesagt, das Kleid habe ich schon länger. Also das habe ich auch umgefärbt. Das ist nicht die Originalfarbe. Das habe ich umgefärbt. Das habe ich mir. Das hier habe ich mal für Kronen gekauft. So, ich muss leider gerade noch mal zur Bank. Das dauert jetzt noch ein Minütchen, aber bin gleich dann fertig. So. Oh, ich habe hier noch ein anderes. Eigentlich habe ich die ganze Zeit ein anderes angehabt. Das hier habe ich für Kronen gekauft. Aussehen. Welches hatte ich die ganze Zeit an? Nee. Das hier war es auch nicht. Das muss ich sehr wieder. Das da hatte ich die ganze Zeit an. Das hat es für irgendeine Quest mal gegeben. Oder so. Wie gesagt, ich habe noch von der ersten Runde, wo wir mal gespielt haben, habe ich halt auch noch Kleider, weil ich darauf geachtet habe, meine alten Cars erst zu löschen, als ich einen neuen hatte, mit dem ich weitergespielt habe, damit ich nichts verliere. Das war mir ganz wichtig, auch die ganzen Tiere und so, ich wollte die ja nicht verlieren.
Wie hieß das nochmal? Wie hieß das nochmal, dieser Schrieb? Ich finde den gerade nicht. Weiß ich jetzt, weil ich ihn jetzt selber auch nicht mehr habe. Ja. Irgendwas mit gefälschter Schrieb, unter G ist nichts. Einfach mal ganz gemütlich durchgucken, oder hast du vielleicht schon auf die Bank geschmissen oder so? Ja, ich bin ja schon gerade auf der Bank, aber da sehe ich auch nichts. Ich weiß nicht, ob man das auf die Bank tun konnte. Ich weiß nur, dass meine Kleine noch welche hat. Und meine Große anscheinend nicht mehr. Ja, gefälschter Begnadigungserlass, das ist er doch. Sag ich doch, irgendwas mit gefälscht. Ha. Ja, ich hatte im Inventar, ich hätte gar nicht in die. So, jetzt. Post. Ich habe schon so lange keinen Brief mehr geschrieben. Such dich. Posteingang senden. So an. Mich selber. An. Entschuldigung. Bran. So, Geld anhängen? Nein. Aber einen Anhang anhängen. So, und zwar EFG. Wieso ist der? Ich da nicht eben umgeschalten. Achso, ich war ja rausgeflogen. Stimmt, da war was. Okay. Ne, kann man es nicht schicken? Nee, ist gebunden. Dann kannst du wahrscheinlich auch nicht auf die Bank tun, oder? Doch, das könnte ich versuchen, ja. Aber ich glaube, es geht auch nicht. Aber ich probiere es mal. Nee, taucht im Inventar nicht auf, einlagern, so, okay, Moment, jetzt nochmal. Aber ich komme mit Bran ja eh nicht rein, aber es geht auch nicht, ich kann es nicht einlagern. Na, dann gehört das zu den wenigen Sachen, die, gut, dann brauche ich das dann bei meiner erst gar nicht zu versuchen. Na. Schwitz. Jo, wo ist mein Palmwedelboy? Mir ist warm. Wenn ich hier das Donnern höre, dann wird es mir noch wärmer, weil ich mir die Schwüle regelrecht vorstellen kann. Ja, dann, ich bin ja gleich wieder da, dann können wir uns ja vielleicht mit was anderem beschäftigen, dann bist du vielleicht ein bisschen abgelenkt. Ach ja. Warte mal, wie war das da? Schön. Ich würde sagen, wir können auch ESO jetzt den Ort wechseln und irgendwo in ein Schneegebiet. Du meinst so nach dem Motto Zisch. Genau. Sabi, die haben eben von Blumenwiesen und entsprechenden unzüchtigen Gedanken gesprochen. Musst du dir mal vorstellen. Schlimm, oder? Ah, nicht. Unzüchtig. So steht doch. So steht dir schon wieder eine Wache, verdammt. Ach, jetzt kann ich das Kopfgeld bezahlen. Super. Na, Gott sei Dank. Ja, so.
Mann. Ja, genau, ohne dich, ne? Ja, ja. Dabei habe ich nur davon gesprochen, dass ich mir ein bisschen kühle Luft zupuste. Da habt ihr alle komische Gedanken gekriegt. Ich bin echt unschuldig, ich schwöre. Ja. Ja. Sabi, sie hat, also jetzt muss ich mich echt mal verteidigen. Sie hat, sie hat gesagt, sie hat ihren Ausschnitt aufgemacht, weil sie könnte ja keiner sehen und hätte da reingepustet. Und dann habe ich gesagt, sie soll nicht mein Kopfkino anschalten. Und dann hat sie so getan, als wäre sie ganz unschuldig. So, und jetzt komm mal bitte hier rauf, damit wir hier weitermachen können. Wie was? Also schlimm, oder? Ja, finde ich auch. Schlimm, oder? Ich bin voll unschuldig. Ja, ja. Aber sowas von. Ja, klar. Sagst du nur oft genug, dann glaubst du es vielleicht selber. Ich muss es nicht glauben, ich weiß, dass es so ist. So, und gleich den Schleichmodus. Ich glaube nicht, dass wir hier. Oh. Die sehen irgendwie. Ja, hier war schon jemand vor uns. Echt jetzt? Ach Quatsch. Sieht so aus. Oh, ich arme Seele. Ich glaube, Schleichen ist gerade unnötig. Die sehen nicht so aus, als wenn die da ein Problem haben. Zumindest nicht mehr durch uns. Der liegt auch unnötig rum. Manch, die hat großreine Mache gemacht. Ja, der Hauptmann wahrscheinlich. Ja, oder sie. Ach, wie, ja, das kann ja auch sein, ja. Du lebst ein bisschen. Hm. Ah, hier. Komm hier auf die Terrasse. Moment. Genau, die Häuser sind ja so. Und dann da um die Ecke geht nochmal eine Treppe rauf. Da oben ist nochmal ein extra Gemach. Da leuchtet es nämlich. Hörst du das? Die Flöte. Stiebse nix. Das sieht nur so aus. Oh, eine veraltete Karte. Oh. Alles Beute. Warum muss ich leiden? Was soll das bedeuten? Wo sind die Soldaten? Warte mal, hier ist eine Tante. Ja, unten am Fuß der Treppe ist eine Notiz. Moment. Ihr nahmt mir, was ich liebe, nun werde ich dasselbe tun, was so knarr. Jo, das klingt sehr nach weh, ja. Die stink ich. Hier ist so eine Tante zum Anquatschen. Ja. Falls ihr nach meinem Gatten sucht, werde ich euch das gleiche erzählen wie dieser frechen jungen Frau. Der Rat trifft sich außerhalb von Balmora und Brivan beschützt die Ratsmitglieder. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich hatte für heute schon genug Aufregung. Na, lass ja froh sein, dass sie noch lebt. Mhm. Dieses unverschämte junge Ding, was hat sie denn gesagt? Ich konnte dem Unsinn, den sie von sich gab, kaum einen Sinn abbringen. Es war Wea, die Tochter von Ratsherr Eris. Alles, was sie sagte, war nur Gefasel. Irgendwas von wegen, mein Gatte verrate ihren Bruder, dass mein Brivan so leiden soll, wie sie leidet. Aber sie hat euch nichts getan, oder? Schade eigentlich. Sie hatte ein Messer, aber nein, sie hat mir nichts getan. Sie meinte, ihr Bruder hätte einer Unschuldigen niemals auch nur ein Haar gekrümmt, dass ich nicht verantwortlich für seinen Tod wäre. Habt ihr eine Ahnung, worüber sie geredet hat? Denn mir ist das alles ein Rätsel. Wo ist denn das Ratstreffen, das ihr erwähnt habt? Ihr solltet euch nicht einmischen.
Diese junge Frau wird allzu bald zu Tode kommen, wenn sie glaubt, dass sie an meinem Gatten und seinen Soldaten vorbeikommt. Doch wenn ihr darauf besteht, das Treffen findet in der Garnison nördlich von Balmora statt. Ihr solltet vielleicht mal irgendwo Unterschlupf suchen, weil, ja, die hat unten eine Spur von toten Soldaten hinterlassen. Tote Soldaten? Sie haben nur das Sippenhaus beschützt. Ich bleibe bei meiner Schwester. Die Frau von dem Hauptmann, okay. Ich sag ja, also mich wundert, dass er noch leben durfte. Rivan ist der beste Soldat, den ich kenne. Er wird Wehe zurechtweisen, da bin ich mir sicher. Wehe hat sie erklärt, ne? Und vielleicht mag er es ja auch gar nicht so sehr. Ich meine, solche Ehen waren ja selten auf Liebe basierend. Also, vielleicht ist sie einfach nicht wertvoll genug. Ja, wer hat ja gesagt, dass sie nichts damit zu tun hätte und dass du sie deswegen nicht töten würdest? Ja, aber unten steht, du hast mir das genommen, was ich liebe, also tue ich dasselbe ja, bei dir. Deswegen Ehefrau durchaus noch, sinnvoll. Weil sie da noch dachte, sie würde oben den Hauptmann finden. Oder das war eine Warnung für den Hauptmann. Und als sie jetzt gemerkt hat, der Hauptmann ist nicht da... Nichts Gescheites da, wie es aussieht. Nein. Also wieder mit der Tante schwätzen. Die Trasse war ich aber gerade, ne? Das ist dieselbe wie eben. Miau. Irgendwie sagt Sabi überhaupt nichts mehr. Ich glaube, sie ist jetzt in ihren eigenen Träumen gefangen. ich sag da jetzt so mal. So schlimm war das jetzt nun auch nicht. Am Ende. Ich bin, wie gesagt, ne, und so. Völlig unschuldig. So, und jetzt? Wo ist die Tante jetzt? Steht hier unten. Ich dachte, du wärst schon raus, deswegen bin ich schon raus. Und da. Bitte sagt mir, dass ihr Wea gefunden habt. Mm-mm. Ich spüre schon die kalte Klinge des Scharfrichters im Nacken. Sorry, aber die geht wohl zu irgendeinem komischen Ratstreffen. Versucht Wea, sich umzubringen? Man kann doch nicht in eine Redoran-Garnison marschieren und die Soldaten auffordern, beiseite zu treten, damit man ihren Hauptmann ermorden kann. Wir müssen zu ihr, bevor sie Brivan erreicht. Die Augen mit Kernseife auswaschen. Autsch. Nur beim Gedanken tränen meine Augen schlagartig und spontan. Autsch. Aber Sabi hat doch gar nichts gesehen. Da muss sie sich doch nicht die Augen auswaschen. Die hatte höchstens ihre Ohren von dem, was Bran erzählt hat. Düt. Weil ich war das ja nicht, ne? Ich habe nur zitiert, was du gesagt hast. Ja. Würde ich jetzt auch behaupten. War doch auch so, das hast du gesagt. Das hat jeder hier gehört, das kann Selen bestätigen. Nee. Selen hat ja von ihren Blumenwiese geträumt. Ah. Und vom Pieksen und gepiekst werden und so. Das war doch was ganz anderes. Das war eine ganz andere Situation. Ja, ist okay, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Also außerdem hat Veja im Sippenhaus eine Spur von toten Soldaten hinterlassen. Sie hat Soldaten ohne Schrieb umgebracht? Dann hat sie sich entschieden, einem wirklich dunklen Pfad zu folgen. Und wenn wir unsere Schritte ab jetzt nicht sehr genau setzen, wird das für keinen von uns gut ausgehen. Finden wir Veja und machen wir dieser Sache ein Ende. Wir können uns danach um alle etwaigen Konsequenzen kümmern. Also ich werde euch dann mal vor der Garnison in der Stadt treffen. Oder so. In der Garnison vor der Stadt. Das Klippen? Welches Klippen, Sillen?
Ja, Clippen halt, Clips machen. Das sind die kleinen Filmchen, die ihr hin und wieder im Discord seht. Ach so. Diese Highlight-Dinger, die dann nochmal praktisch Werbung machen. Ja, ja. Und ich habe das mit den Momenten auch noch nicht, aber das ist ja so neu, dass ich eh noch nicht weiß, wie das funktioniert. Das sind komische Beine. Komische Beine? Wir müssen übrigens nach Norden, also deswegen wäre es auch besser, wir wären auf der anderen Seite der Stadt rausgegangen. Warte mal. Sie muss sich ein Pranenbeispiel nehmen und einfach nach dem Blutbad irgendwo ein bisschen Kopfgeld hinterlegen. Ach du meine... Nachdem er sich 20.000 Mal abgeschlachten lassen hat... Ich habe mich nicht abschlachten lassen, ich habe andere abgeschlachtet. Das ist der Schreckstreiter, mit dem man auch reisen kann. Ich weiß. Shit. Was hast du gerade gegähnt? Mm-mm. Ich habe nur eine Taste gesucht. Ach so. Dann ist ja gut. Was machen die ganzen Redoran-Soldaten hier? Ist etwas passiert? Ob das wohl etwas mit der Tochter des Ratsherrn über die Brücke, zu tun hat? Weil der Ausgang ist auf sie anderen Seite. Sie wird nun schon seit Wochen vermisst. Die Soldaten werden sie finden. Ich habe gehört, sie hat das ganze Sippenhaus abgeschlachtet. Ja, nicht das ganze, aber fast. Dieses Mädchen macht schon Ärger, seit es richtig Was ich bei ESO auch immer sehr schön finde, ist, dass die NPC, die normalen Bürger, hörte, dass sie immer auf das reagieren, was gerade passiert ist oder was man selber gerade gemacht hat. Ja, und man dann noch ein bisschen mehr zuhören könnte, wäre ganz toll. Kriegsgilde. Und die hat gerade so schön, das Kind macht Ärger, seit sie laufen kann, ja. Ja, aber das Problem ist, ich weiß ja nicht, wann bei dir was gesprochen wird. Ich mache das ja nicht absichtlich. Ja, mal ehrlich, Gerüchte verbreiten sich flott, das ist wohl wahr. Ja. Wir sind die ganze Zeit am Schnacken. Ich hatte nämlich jetzt eben auch so eine Meldung wie, es wird behauptet, sie hätte das ganze Haus Redoran abgeschlachtet, ja. Das ganze Sippenhaus abgeschlachtet, ja. Hier brennt alles. Oh, da ist auch Lava da hinten. Ach nee. Huch. Den Haushellen. Was bist denn du für einer? Warum prüfst du dich denn schon wieder? Eigentlich. Guck mal, der schmeißt mir Motten entgegen. Ja. Tja, und meine Dingstaste reagiert nicht. Ich hab so eine Taste. Dann mach man halt platt. Ich hab so eine Schilddingstaste, aber die reagiert nicht. Ja. Jetzt. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche. Jetzt reagiert sie. So, möchtest du deinen Basti wieder herbeirufen? Ach ja, könnte man vielleicht machen, ne? Darf ich nicht mehr so frei diebseln. Nun komm, Junge. Da ist er. Ich bin bereit, mich jedwedem Feind zu stellen. Was er anhat, ist übrigens auch ein Kronenkostüm für die, die es noch nicht wissen. Kann ich? Hallo? Geht wieder keine Antworten? Hm?
Hanu. Ihr habt das schon gesehen, der hat gerade ausgelockt, ne? Müssen wir wohl mal warten. Den hat's wohl gerade. Also bin ich nicht der Einzige, der Internetschluck auf heute hat. Discord ist ja noch zu sehen. Das hat aber nichts zu sagen. Stunden später. Hallo, kommst du auch wieder? Jetzt ist er auch aus dem Discord raus. Ja, aber er hat keine Haustiere mehr. Von daher. Und ich ja auch nicht. Ich meine, dass mein Internet hin und wieder Schluck auf hat, das kennen wir ja schon. Aber ja. Jetzt hat es halt Pran erwischt. Da bin ich wieder. Sorry, Leute, mein Computer hatte sich aufgehängt. Mehr als gemerkt. Mehr nach. Die Gunst der Stunde genutzt, ordentlich zu lästern, das ist klar. Ja, klar. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Hätte ich ja auch gemacht. Ja, ist mir klar, ne? Naja. Bin gleich wieder da. Jetzt dachte ich eben gerade noch, das Aufhängen hat auch mein ESO zerstört. Weil als ich das erste Mal starten wollte, hat er es wieder abgebrochen, aber beim zweiten Mal ging es dann. Ich war wahrscheinlich einfach nur zu schnell. Das System war wahrscheinlich noch nicht richtig hochgefahren. So, und jetzt sind wir sogar in einer Gruppe. Ja, weil ich nicht so lange weg war. Ja. So, warte mal, lass mich gerade jetzt nochmal bei Twitch zu dir durchsuchen. Die Elka. Anschauen. So, dann bin ich auch wieder bei euch. Und auch wieder im Chat. Wo ist denn der Chat? Da ist der Chat. Okay, jetzt kann es weitergehen. Sorry für die Unterbrechung, aber ja, ist halt so. Computer machen halt manchmal Sachen. Technik und so. Ja, dabei ist er eigentlich ziemlich stabil. Ich verstehe das auch nicht. Ja, wie gesagt, es sind Gewitter unterwegs. Es kann schon mal sein, dass dann irgendwo sich was verhakelt. Bei mir ist alles in Ordnung. Wie gesagt, ich muss nachher dran denken, auch mal den Router neu zu starten, ob dann Ruhe ist. Ja. Yes. Ja. Das gefällt mir nicht. Brivan lässt Kriegsklauen anstelle von Redoran-Soldaten in der Garnison patrouillieren. Mhm. Entweder sind die Streitkräfte des Hauses stärker belastet, als ich dachte, oder Brivan möchte gegenüber dem Rat den Einsatz von Söldnern rechtfertigen. Mhm. Was haben denn die Kriegsklauen mit all dem zu tun? Vielleicht nichts, vielleicht alles. Wir wissen, dass Ulran sich weigerte, Söldner einzusetzen. Er hasste es, sich darauf verlassen zu müssen, dass Schläger das Richtige tun. Ich vermute, dass der Redoran-Rat genauso denkt. Vielleicht versucht Brivan, ihn zu zeigen, wozu die Kriegsklauen fähig sind.
Also müssen wir uns wahrscheinlich einen Weg durch diese Söldner freikämpfen. Aber Söldner ist doch immer, die sind dem treu, der das meiste bezahlt, oder? Normalerweise schon, ja. Wäre, da müsste man theoretisch doch nicht kloppen. Die Kriegsklauen könnten doch noch ein Segen sein. Ich kann das Töten dieser Bastarde wesentlich leichter erklären, als wenn ich Redoran Blut von meinen Ja, Händen die Frage waschen ist nur, ob wir müsste. so viel Geld Lasst haben. uns Wehe aufhalten. Ich bin bereit, wenn ihr es seid, Heldin. Okay, und wie kommen wir dann in diese Garnison rein? Heimlich wird es wohl nicht gehen. Die Vordertür ist unsere einzige Möglichkeit. Dann spüren wir Brivan auf, finden Wehe, schlagen sie bewusstlos und schaffen sie hier raus, bevor sie etwas tut, was man nicht mehr einrenken kann. So einfach, wie man einen Gorapfel pflückt. Ja. Ganz einfach. Also du musst die schleppen, weil, ne, das Ja, ist schon ist okay. mir zu groß, zu schwer, zu. Ja, ist schon okay. Das Verhauen, das kriege ich ja vielleicht noch hin, aber schleppen, Ja, ist ja gut, ich mach's ja. Aber nicht am Bobbes krabbeln und so Zeug. Nein, ich verspreche es. Ach, da ist die Tür. Die ist offen, das hat mich jetzt irritiert. Ja. Aber mit Kriegsklauen bei einer der Briefe, die wir bei der einen Tante gefunden haben, da ging es doch auch um Kriegsklauen. Aber ich glaube, die kann man Ja, umgehen. die haben wir aber nicht gelesen, glaube ich. Wie gesagt, Söldner. Söldner sind mir nicht treu genug. Ja, ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, er will die Söldner einsetzen, um damit den Rat zu erpressen. Ja klar, was denn sonst? Wenn man Mord und Totschlag begeht, um weiterzukommen, dann ist eben das mit Sicherheit, was auch immer er erreichen will. Gut, dann gehen wir mal rein. Nudelholzzeit, ja. Yeah. Wir kloppen uns, wir kloppen uns. Ja, Metzeln, Metzeln. Kaputt machen, kaputt machen. Das kannst du jetzt auch nicht sagen. Doch, sag Nur ich so ein aber. bisschen. Wir helfen doch nur immer beim Denken. Ja, ach so, wegen leichte Schläge auf dem Hinterkopf. Das hat aber mit dem Schwert, wie den mein Charakter hat, ist das ein bisschen schwierig mit leichten Schlägen auf den Hinterkopf. Ja, dann musst du halt üben. Ah. Was? Ein Kachen, ein Händlerkachen. Oh. Ich habe nur ein Stück Mangan. Ich meine, das ist ganz nett, weil es braucht man als Stielmaterial, aber Was er wieder weg? kein Vergleich. Was? Er zieht Fleisch vom glattrasierten was? Schade, das habe ich nicht verstanden. Will ich das wissen? Will ich das wissen? Was man nicht essen kann oder Stehtblatt machen. Doch, mir Schön, dass wir es genau. alle geschafft haben. Nun So ist lasst uns das. Brivan finden, ehe Wea ihn aufspießt. Hallo Katzenviech. Hey, das am Tag Mut bringt der den Tiger Sieg. müssen wir euch verhauen, das ist sowas. Oh, gib mir einmal kurz 2 Minuten. Hier ist die Tante zum Quatschen. Ja, ich kann gerade nicht. Wie viele Bauten der Redoran ist dieser Ort riesig und auf mehrere Nutzungsarten hin angelegt. Wir werden uns aufteilen müssen, um So, alles jetzt. abzusuchen. Ach so, ja, Wir das war müssen schwer. Brivan finden und ihn am Leben halten, bis ich meinen verdammten Lehrling wieder zur Vernunft bringen kann. Lehrlinge sind was Schlimmes, ich weiß. Ich hab doch gesagt, warte gerade auf mich. Na, egal. Was wird Hauptmann Brivan von alledem halten? Er wird wütend wie ein Netzbulle sein und doppelt so garstig. Sofern wir ihn überzeugen können, dass wir hier sind, um seinen traurigen Hintern zu retten und nicht Teil einer Intrige, um ihn und den gesamten Rat zu töten. Ein Tag wie jeder andere, was, Heldin? So könnte man es nennen. Ich habe da nichts gemacht, nur kurz. Bananen.
zwei Ketten. Trimperhof? Kommt und holt uns doch! Bewegung! Ach, die sind ja leicht. Also viel seltener, finde ich, sind die ja nur so hobelig. Oder wir werden allmählich stark. Mhm. Komm da. Immerhin hat er ein bisschen Geld dabei gehabt. Dieser hier könnte einen kräftigen Schluck vertragen. Diese Frage ist das Fleisch. Das sind vor allen Dingen fast alles Katzen. Auswärmen! Ja. Ich bin verletzt. Das ist eine Katzensöldnertruppe. Deswegen Kriegsklauen auch. Wahrscheinlich, vermute ich. Erstmal ein bisschen ausruhen. Jede Menge Stilmaterialien. Echt jetzt? Oder Kater, lass mich doch. Ich hätte doch nur Bücher geguckt. Warum habt ihr leere Truhen hier stehen? Das ist doch langweilig. Finde es immer ganz nett, wenn sie in dem einen Schrank die Dietriche drin haben, damit wir den nächsten Schrank aufkriegen oder so ähnlich. Helf mir! Oh, das tut mir aber jetzt leid. Ist da auch noch Geld dabei? Ist ja schön. Da hinten war noch irgendwo was, ne? So, von hinten sind wir gekommen. Ja, aber auf eine Richtung sind wir vorbeigelaufen. Da gab es zwei Möglichkeiten. Warte mal. Da haben wir doch alles. Da hinten wieder runter dann. Okay. Ich hätte geschworen, wir haben ein Ding nicht. Mondzucker, aha. Ja, wie Mondzucker. Noch nichts, was? Mhm. Ich höre Stimmen hinter dieser Tür, aber sie ist fest verschlossen. Sucht weiter, Heldin. Warte, wir müssen mit ihr quatschen. Ich habe von Brivan bis jetzt weder etwas gesehen, noch auch nur ein Flüstern gehört. Nur jede Menge knurrender Kriegsklauen. Wenn wir nicht durch diese Tür kommen, gibt es nur noch einen anderen Weg. Und wo ist das? Es ist immer wichtig herauszufinden, wo das Ziel seinen Wein aufbewahrt. In diesem Fall im Keller. Es gibt dort hinten, wo wir reingekommen sind, eine Treppe. Und wenn wir dann Brivan oder Wea immer noch nicht gefunden haben, dann haben wir wenigstens reichlich zu trinken. Na, sonst kein Problem, Mann. Hex, okay. Ich gehe die Treppe runter und suche weiter. Und ich überlege mir, wie man diese Tür aufkriegt. Nur zur Sicherheit. Wisst ihr, die Teilnahme an einer Ratssitzung des Hauses Redoran war schon immer ein heimliches Ziel von mir. Noch mehr hätte ich mir nur gewünscht, dass mich eine muntere, agonische Maid mal so richtig gründlich mit ihrer rauen Zunge abschlägt. Ja, so genau will ich, glaube ich, nicht wissen, worauf du stehst. Außerdem, wieso muss das ein Maid sein? Kannst du da nicht wenigstens einen Kerl holen? Vielleicht ist ja der zu grob, wer weiß. Der kriegt sogar selten komische Augen. Also, wie gesagt, ich bin unschuldig.
Ja, und ich bin der Kaiser von China. Träum weiter. Ja, träum du weiter. Brauch dich nicht. Wo geht's denn jetzt in den Keller? Ja. Ach, doch, da hinten ist er schon richtig. Ich sehe da hinten schon die Treppe. Hautfäule oder wie man sie nennt. Ah ja. Ich sehe schon mal wieder nichts im Chat, das ist doch wieder. Hier ist die Treppe zum Keller. Für den Ruhm! Halt! Hicks, Prost! Für den Ruhm, Hicks! Ich werde vom Geruch des Weines schon besoffen. Und das liegt an den besoffenen Katzen. Oder an beiden. Und seit wann haben Echsen eigentlich raue Zungen? Haben die meisten Echsen. Ich meine, wir haben hier Katzen im Haus. Das wäre naheliegender. Lauter Clan-Scheiß finde ich ja, nur. Genau, ich wollte es gerade sagen, nur Müll. Ja, Müll würde ich es nicht nennen, aber nicht unbedingt. Ja, ich bin Besseres gewöhnt. Ja. Tötet die Eindringlinge! Sie haben sich zum letzten Mal eingemischt! Das glaube ich zwar nicht, aber wenn ihr meint. Nee, doch, aus ihrer Warte ist es das letzte Mal, nur nicht so, wie sie sich das vorstellt. Naja, eben. Ja, und vor allem wird es nicht das letzte Mal sein, dass wir uns einmischen. Aus für sie schon? Weil sie kriegt es ja nicht mehr mit. Naja. Ach, du bist der komische Hauptmann, aha. Darf ich dich jetzt ein bisschen killern? Nee? Was im Namen der drei habt ihr denn vor? Ich dachte, ihr arbeitet für Razan Eris. Ihr habt besser einen verdammt guten Grund, die Anführerin der Söldner getötet zu haben. Ich sollte Alarm schlagen, damit sich ihre Krieger um euresgleichen kümmern. Ich bin gekommen, euch zu warnen. Veja weiß, was ihr getan habt. Sie will euch töten. Veja, sie ist kaum hinter der Schürze ihrer Mutter raus und meint, sie könne über mich urteilen? Sei's drum. Was immer eure Beweggründe auch sein mögen, das steht in keinem Verhältnis dazu, Verhara und ihre Söldner umzubringen. Ratsherr Eris kann euch diesmal nicht schützen, Fremdländerin. Was mit euren Beweggründen? Ihr seid schuld an Ulrans Verbannung und Tod. Ah, jetzt wird alles klar. Leia hat etwas über das Schicksal ihres Bruders erfahren und will dafür zurückschlagen. Dann soll sie nur kommen. Doch eines solltet ihr wissen. Ich habe das alles nur in Gang gesetzt. Den Plan habe ich mir nicht ausgedacht. Ach nee? Und wer war es dann? Sag mir, dass wer dafür verantwortlich ist. Ich weiß, wer es war. Ihr Vater. Ihr sucht nach dem Verantwortlichen. Dann braucht ihr nur nach Ratsherr Eris suchen. Er wollte dem Haus die Treue seines Sohnes beweisen, um zu zeigen, dass Ulrans Faszination mit den wilden Aschländern ihn nicht verdorben hat. Tja, und jetzt schaut euch nur an, was daraus geworden ist. Und das soll wirklich der Anfang für die Prüfung gewesen sein? Eine Prüfung, die Ulran nicht bestanden hat. Eris war am Boden zerstört, als sein Sohn Partei für die Wilden ergriff und seine Tochter davonlief. Er beschloss, seine Stellung aufzugeben. Er wird das heute bekannt geben. Eris hofft, seine Familie wieder heil zu machen. Aber ich glaube, da steht er auf verlorenem Posten.
Vor allen Dingen dann, wenn Veja herausfindet, dass ihr Vater all das in Gang gesetzt hat, da hockt irgendwie jemand hinter dem auf einmal. Oh. Jetzt ist, glaube ich, dein Kleid dreckig. Das war für Ulran. Er stickt an eurem eigenen Blut, ihr Bastard. Mein Vater, der ganze Rat. Sie sind alle schuldig. Sie müssen alle sterben. Ich muss das tun. Also kommt mir dabei nicht in die Quere. Wer hat es wirklich getan? Sie hat Brivan kaltblütig ermordet. Wer hat Brivan getötet? Ohne einen Schrieb. Das war reine zielgerichtete Wut. Ich hätte nie erwartet, dass sie das durchzieht. Wenn Wea dort drinnen nicht ohnehin den Tod findet, wird die Morak Tong sie jagen und hinrichten. Wie einen räudigen Guar. Sie und mich. Entschuldigung. Wir können Iris und den Rest des Rates immer noch retten. Können wir? Wollen wir? Ich bin mir nicht sicher, dass sie es verdient haben, gerettet zu werden. Doch das ist genau das, was wir tun müssen. Wea darf auf keinen Fall die Ratsmitglieder töten. Wir müssen sie aufhalten. Es steht mehr als nur Weas und mein Leben auf dem Spiel. Eine Sache wie diese könnte die Morak Tong zerstören. Die Morak Tong zerstören? Wie meint ihr das denn jetzt? Was interessiert mich Morak Tong? Die Morak Tong ist erst unlängst wieder auf mehr Akzeptanz gestoßen. Weas Taten rücken nicht nur mich in ein schlechtes Licht. Man könnte sie auch dazu verwenden, um uns zurück in die Schatten zu drängen. Oder um uns vielleicht sogar ganz zu zerschlagen. Wir werden uns beide dafür verantworten müssen. Was soll ich jetzt eurer Meinung nach tun? Wir brauchen einen Vorsprung vor ihr, um ihr den Weg abzuschneiden. Es gibt eine Tür auf der Hauptetage bei den Küchen, durch die wir aus einer anderen Richtung in die Ratskammer können. Ich habe sie aufbekommen, als ich mich dort oben umgesehen habe. Lasst uns gehen. Na dann. Mit was wir uns hier alles plagen müssen, Leute. Unglaublich, oder? Ja, lass uns mal hier weitergehen. Hier geht's gleich zu die Treppe rauf. Nur weil ein Vater seine Kinder nicht sein lassen kann, wie sie sind. Nichts ist wichtiger, als das Ratstreffen zu erreichen. Wenn die Söldner uns in den Weg kommen, macht sie nieder. Sieht aus wie ein Spieltisch. Ah, warte. Ein Bettlern. Kann ich schon. Okay. Komm mal her. Das hier sieht so ein bisschen aus, als wenn das ein Pieseltopf ist. Nicht so mit der Trennwand. Man hört es zwar plätschern, aber man sieht es wenigstens nicht so. So ein Minimum an Privatsphäre gedingst. Ja. Hier ist auch so ein Topf. Allerdings ohne. Aber da war ein Becher, das muss was anderes gewesen sein. Also hier drüben, wir stehen ja Becher daneben, das muss ein Getränk gewesen sein. Und vielleicht der nee, Topf, ich sag jetzt nichts. Nee, nee, nee. Der Topf da unten drunter, das könnte vielleicht ein Pieseltopf sein. Ja, sag ich doch, den Topf. Und da drüber stehen direkt dann ein Getränk mit Bechern, das ist ja auch ein bisschen merkwürdig, ne? Ja, was irgendwo raus will, muss auch wieder rein, oder? Nee. Nichts Gescheites. Ein hübsches Bild. Genau. Kann ich das bitte eintüten? Das ist schick. Das würde ich mir sogar hier bei mir hier aufhängen. Ziemlich schick. Lass mal doch herkommen. Also müssen wir da lang. Hey! Hallo Katzenfee. Steckt eure Waffen weg.
Die Schlacht ist gewonnen. Da unten ist der Ratz. Das ist irgendwie hier runter. Hier gibt's noch eine Treppe. Wer kommt immer näher? Uns läuft die Zeit davon. Ausschwärmen! Helft mir! Helft mir! Was wolltest du sagen? Sorry, ich habe den Rest leider nicht verstanden. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, meine Klinge war zu schnell. Nett. Irgendwie. Mhm. Blumen im Haus, eine leere Kommode. Tja. Lasst mich diese Tür öffnen. Mach mal. Veja, meine Tochter. Es tut mir so leid. Ich wollte nie, dass es so weit kommt. Komm schon, stures, blödes Schloss. Warum? War euch das Haus wirklich wichtiger als euer eigener Sohn? Ich musste Ulran beschützen, seine Treue beweisen, wenn ich es anders machen könnte. Aber das könnt ihr nicht. Keiner von uns kann das. Deshalb muss ich das machen. Das ist ein Befehl. Hat die jetzt echt ihren Vater umgebracht? Ja. Autsch. Ich bin nicht mehr dein Lehrling. Das Haus ist korrupt geworden, böse. Deshalb müssen alle Ratsherren sterben. Oh oh. Mach doch mal schneller die Tür auf. Natürlich passenderweise, nachdem der Tod ist. Und Selen hat so komische Träume, dass sie jetzt unbedingt duschen will. Heute wird das Haus Redoran fallen. Genug Wehr. Das ist der falsche Weg. Aber ich glaube, das hat die eher ironisch gemeint. Ich glaube nicht, dass das wirklich ihr Begehr war. Wehr ist ganz schön heftig, du. Jetzt haben wir sie. Wehr liegt am Boden. Es ist vorbei. Es war aber ein ziemlich schmerzhaftes Bustusschlagen. Eris nur zugehört hätte. Fremdländerin, wir sollten uns unterhalten. Ich glaube, wir können einander helfen. Wer will jetzt noch mehr quatschen? Ich höre immer noch nichts. Ach, da hinten. Diese Agentin der Morak Tong, Veya, liegt ihr sehr am Herzen, oder? Es braucht großen Mut, sich gegen sein Herz zu entscheiden und das zu tun, von dem man weiß, dass es das Beste ist. Das habt ihr beide getan, indem ihr den Rat beschützt habt. Dafür habt ihr meinen Dank. Was meint ihr damit, dass ihr sagt, dass wir könnten einander helfen? Eine Reihe bedauerlicher Entscheidungen führte zu dieser Familientragödie und die meisten dieser Entscheidungen wurden von Eris Relet getroffen. Ich wusste um Ulrans Mitgefühl für die Aschländer. Es mag gegen alle Gepflogenheiten gewesen sein, hatte aber gewiss nicht eine solche Strafe verdient. Eris hatte Unrecht. Und ich dachte, der ganze Rat wäre beteiligt gewesen. Eris überzeugte Brivan davon, Ulran auf die Probe zu stellen. Dann entschieden sich die beiden, die Aschländer abzuschlachten. Oh, der Rat ließ sich überzeugen, dass Verbannung eine passende Strafe wäre. Doch es war falsch von uns, überhaupt zuzulassen, dass es so weit kommen konnte. Das Haus Redoran will also das Gebiet der Aschländer gar nicht haben? Das habe ich nicht gesagt. Aber wir sind keine Schlechter. Wir heuern keine Söldnerschläger an, um ein ganzes Volk auszulöschen. Bei dieser Versammlung heute wollten wir uns darum kümmern. Eris hatte vor, zurückzutreten. Und wir wollten Brivan für seine unrühmliche Rolle degradieren. Ach, deswegen die Söldner, so. Und was geschieht als nächstes? Haus Redoran hat sich falsch verhalten. Die Regeln der Morak Tong wurden verletzt. Ich würde vorschlagen, wir sorgen dafür, dass diese Einzelheiten niemals ans Licht kommen. Lasst die Leichen, wo sie liegen. Wir werden behaupten, Veya wäre gestorben, als sie ihren Vater und den Rat vor den Kriegsklauen verteidigte. Okay.
Und was müssen wir als Gegenzug tun? Mit Haus Redoran zusammenarbeiten und den Mund halten. So einfach ist das. Ich werde zur Ratsversammlung zurückkehren und unsere Angelegenheiten zu Ende bringen. Sobald wir fertig sind, erwarte ich, dass ihr und Nario beide fort seid. Das ist alles, Fremdländerin. Also das Mädchen steht dann nicht als Vatermörder da. Okay. Wo ist jetzt die Schnecke? Da ist sie. Nee, sie wird nicht unter den Teppich gekehrt. Ihre Tat wird unter den Teppich gekehrt, beziehungsweise wird geadelt, indem man behauptet, dass sie gestorben ist, indem sie ihren Vater und den Rat gegen die Söldner beschützt hat. Ja. Also, deswegen sage ich ja, sie ist dann jetzt nicht der Vatermörder, sondern sie hat ihren Vater faktisch offiziell sogar beschützt. Wird sie sich wahrscheinlich im Grab rumdrehen, aber da musst du durch. Ich bin mir da nicht sicher. Das ist ein großzügiges Angebot. Aber das sind auch ein paar große Geheimnisse, die es da zu vertuschen gilt. Ja. Außerdem ist Vea nicht tot. Zumindest noch nicht. Sie atmet noch. Das ist schlecht. Inwieweit ist das ein Problem? Was eine blöde Frage. Ja. Ich meine, wir wissen, was für ein Problem das ist. Das Ratsoberhaupt glaubt, wir hätten sie getötet. Die Sache hängt davon ab, dass wir alle vergessen, dass sich diese schreckliche Sache je zugetragen hat. Sobald Vea wieder zu sich kommt, besteht außerdem eine große Chance, dass sie noch einmal versuchen wird, die Ratsmitglieder zu töten. Und ihr glaubt nicht, dass ihr sie überzeugen könnt, hier mitzuspielen? Ja, wahrscheinlich nicht so ratzig, wie die Kleine war. Wann konnte ich Vea schon einmal davon überzeugen, etwas zu tun, was sie nicht tun wollte? An Veas Händen klebt das Blut der Redoran. Sobald die Murak Tong diese nicht genehmigten Morde mit ihr in Verbindung bringt, ist sie ohnehin so gut wie tot. Und sehr wahrscheinlich bin ich das auch. Und was willst du jetzt machen? Willst du schreien jetzt so den letzten, und so? Ich sehe nicht viele Möglichkeiten. Wir können Vea entweder den Rest geben und dem Ratsoberhaupt bei der Täuschung helfen, oder wir schleichen mit Vea hier raus und schicken sie weit, weit weg. Sie hat ihre Eide gebrochen und den Tod verdient. Ich weiß es, aber es fühlt sich trotzdem falsch an. Ja, Kinas, zuhören. Vea verdient entweder eine zweite Chance, um den Rest kümmern wir uns dann später, oder wir müssen sie töten, damit das Ganze nicht auffliegt. Eins oder zwei. Verdient sie eine zweite Chance und wir hoffen, sie ist schlau genug, kein Blödsinn zu machen, oder sorgen wir dafür, dass sie definitiv keinen Blödsinn mehr macht. Eins oder zwei. Traut euch. Sabi macht Ausrufezeichen, das soll wahrscheinlich ein Zeichen. Vantika sagt eins. Sellen, Pran. Ich warte noch auf Sellen, bevor ich meine Meinung abgebe. Die sollen sich selbst die Hände schmutzig machen, lass die Bekloppte frei. Also auch eins. Ich bin auch für eins. Naja, dann müssen wir sie wohl losschicken und hoffen, die macht kein Blödsinn. Weil wenn sie erstmal weg ist und mal darüber über die ganze Geschichte nachdenkt, dann merkt sie vielleicht, dass sie sich halt... Das glaube ich nicht dran, aber ja, einfach so zu töten ist natürlich auch so eine Sache, ne? Eben, das ist schon ziemlich heftig. Also, dann zweite Chance und wir hoffen das Beste. Ihr habt recht.
Wenn jemand schuld an all dem ist, dann bin ich das. Ich war als Mentore nicht gut genug. Und allein aus diesem Grund hat Wea eine zweite Chance verdient. Hört zu, ihr müsst gehen. Wir treffen uns in Balmora wieder. Und Heldin? Danke. Jo, Kind hier mal. Dann schaffst du mal raus. Ich schaffe sie hier raus, ehe es der Rat... Geht. Ich schaffe sie hier raus, ehe es der Rat merkt und treffe euch dann in Balmora. Okay. Jedenfalls wissen wir eins, dass wir hier auf keinen Fall für die Moraton geeignet ist. Nicht wirklich. Das hat sie eindeutig bewiesen. Ja, wie gesagt, wenn wir erwischt werden, wie wir die Kleine töten. Aber jetzt ist es zu spät. Also so gibt es auf jeden Fall eher Komplikationen. Wenn wir sie getötet hätten, hätte es keine Komplikationen gegeben. Wer weiß. Aber es ist zu spät. Ihr habt euch entschieden. Einstimmig und von daher. Hättest du denn anders reagiert? Nicht wirklich. Ja. Was ist das denn jetzt schon wieder? Achso, das ist eine Kriegsklaue. Ich wollte gerade sagen. Ich bin doch gar nicht mehr böse, nicht mehr. Ich habe doch gar keinen Kopf mehr. Guck mal, der fällt nicht mal die Dings runter. Der klebt bei mir auf der Mauer mit den Füßen. Ja, mit den Füßen und hat kein Gewicht nach unten. Jetzt hat er sich wenigstens aufgelöst. Was? Das nasse Handtuch hätte ich im Käfig versauern lassen, aber eine Blutrausch stand, lasse ich frei. Ja, ja, typisch Sellen. Das sagen wir jetzt nichts dazu, ne? So. Ja, sie hat nicht ganz Unrecht, ne? Sie hat nicht ganz Unrecht. Das ist wie den armen Hai und so. Kreisch, kreisch, kreisch. Das war einfach. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass sie nicht einfach so eine Blutrauschtante ist, sondern ja durchaus ihren geliebten Bruder verloren hat. Ja, meinen eigenen Vater zu töten ist ja nur trotzdem eine andere Hausnummer. Das ist schon heftig, ja. Also ich meine ja nur, dass der Bruder tot ist und der Vater nicht unschuldig ist, das eine Thema. Ja. Man kann seinen Vater hassen, aber töten ist dann noch mal ein anderes Thema. Ich will das ja auch nicht rechtfertigen. Jeder kennt das mal, dass man seine Eltern so richtig zum Knutschen gerne hat, ne? Und deswegen bringt man sie ja eigentlich nicht gleich um. Was, der Hai war eh schon taub, das macht nichts aus, wenn ich ein bisschen angeblärt habe. Genau, darüber hab ich gelacht, nicht über das, was du gesagt hattest. Kein Kommentar. Außerdem glaube ich auch, dass das so ein Hai weniger ausmacht, wenn man ihn anplärt als den Menschen. Die hören unter Wasser eigentlich nicht wenig. Also Fische allgemein haben ein sehr gutes Gehör. Ja, und? Aber glaubst du nicht, dass der Hai dich versteht, oder? Wenn du den anplärst. Es ist auf jeden Fall laut. Ja. Ein Wal ist auch laut. Ja, das ist nicht dasselbe. Bist du sicher? Ja. Halt, ich muss mal kurz anhalten. Ich muss erst mal gucken, wieder, wo das offen ist. Ach, wir sind jetzt oben, genau. Wir müssen jetzt einmal hier rüber. Weil wir wieder am falschen Ufer sind. Wir müssen aufs andere Ufer. Das ist ein Rotlicht-Dingsbums. Und ich wollte gerade sagen, ein Pups rennt er dahin. Denn Tonlage waren zu hoch, die verstehen eher tiefe Töne, die tragen weitest die Schallwellen, ja. Warum gehen wir jetzt hier hin? Schon gesagt, ihr sollt eure Klinge nicht in eure Lehlinge stecken, Naryu. Sie wird überleben, aber sie kann nicht hier bleiben. Nicht nach dem, was sie getan hat. Das habe ich bedacht. Veya wird nicht auf Wadenfell bleiben.
Das verstößt gegen sämtliche Vorschriften. Aber ich konnte die arme Veja nicht verbluten lassen. Nicht? Ich habe alle Löcher gestopft, die ihr in sie hineingestochen hattet. Mit etwas Zeit sollte sie sich erholen. Wirklich nur diese Löcher gestopft? Okay, ich will es nicht wissen. Nein, aus, pfui. Ich will es nicht ganz wissen. Du brauchst da jetzt gar nicht so. Er sagt das doch ganz eindeutig. Ich habe alle Löcher gestopft, die ihr in sie hineingestochen habt. Das ist doch wohl eindeutig. Da musst du gar nicht irgendwelche komischen Gedanken haben. Das klingt falsch. Nein, tut es nicht. Außerdem waren wir das überhaupt nicht. Doch, waren wir. Da war doch was. Hallo. Ashur hat hervorragende Arbeit geleistet. Für einen Assassinen hat er ein echtes Talent für die Heilkunst. Veja wird durchkommen. Jetzt muss ich sie nur noch davon überzeugen, wenigstens diesmal auf mich zu hören. Geht denn unsere Vereinbarung mit dem Rat überhaupt nicht davon aus, dass Veja in der Garnison gestorben ist? Und soweit sie das weiß, ist sie das auch. Jetzt muss Veja verschwinden. Ansonsten werden sowohl die Redoran als auch die Moraktong sie jagen. Glaubt mir, niemand überlebt so viel Aufmerksamkeit. Veja hat nicht um das gebeten, was geschehen ist. Sie wollte nur Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit und was wird jetzt mit ihr passieren? Ich habe mit einem Kapitän, den ich kenne, ausgemacht, dass er uns in Vivek treffen soll. Von dort aus wird Veja nach Sommersend segeln und sich mit einem Bekannten von mir treffen. Er ist ziemlich haarig und manchmal ein Esel, aber er ist ein guter Kerl. Er wird auf Veja aufpassen. Er ist haarig und ein Esel. Interessant. Und was wird mit euch passieren? Solange sich alle an die Abmachung halten, tue ich so, als ob alles wie immer wäre. Ein Schrieb hier, ein nettes Bad da, vielleicht ein paar intime Begegnungen unterwegs. Zur Entspannung, wisst ihr? Ich hoffe nur, dass Veja mit all dem einverstanden ist. Das muss sie einfach sein. Ja, dann mal viel Glück. Immer, Heldin. Oh, Augenblick. Ich möchte, dass ihr das hier bekommt. Etwas, damit ihr euch an mich erinnern könnt, bis wir uns wiedersehen. Ich hoffe, ihr brecht nicht mit dem Eindruck auf, alle Dunkelelfen wären hinterlistige Drecksäcke. Einige von uns sind außerdem auch noch ziemlich heiße Feger. Ich zum Beispiel. ja, gut. Wir kriegen Gesichtsbemalung, wir kriegen Körperbemalung, können wir uns gleich angucken. Ja. Wartet mal. Was ist geschehen? Ruhig, Veja. Ruh dich jetzt ab. Aussehen. Körperbemalungen, das ist die neue. Müsste ich jetzt, warte, ich muss irgendwie das Kleid jetzt ausziehen. Jetzt sehen wir ja noch weniger. Jetzt sehen wir wenigstens ein bisschen was davon, schaut. Das ist die Körperbemalung. Okay. Dann gibt's noch Gesichtsbemalung, das war's nicht. Kopfbemalungen hier. Ah, da haben wir schwarze Augen, Wahnsinn. Gut, das kann wieder weg. Das war's nicht, was ich anhab. Das will ich anhaben. Haben wir alles oder haben wir noch was gekriegt? Nee, ne? Gut, ich glaube, wir haben das. Ich habe eine Axt bekommen. Ja, die haben wir auch gekriegt, ja. Das ist die, wo du anhast jetzt, okay? Die war besser als mein Schwert. Ja, aber es ist gerade nur, dass wir halt die Körperbemalung kurz noch angeguckt haben. Und die ist schon am Wachwerden, gut. Ich würde sagen, wir machen uns vom Acker. Ja.
soll die sich mit dir rumplagen? Ja. So. Ja, wir müssen mal hier unten raus. Oh, ich habe gerade schon mal was nachgeguckt. Aha. Mach doch mal die Karte auf. Ja. Jetzt ist die Balmora-Burg in der Mitte der Karte, ist jetzt auch weiß. Weil wir jetzt nämlich hier die Questreihe abgeschlossen haben, ist Balmora damit auch freigeschaltet sozusagen. Okay. Interessante Orte haben wir jetzt nur noch 3 von. Hatten wir Balmora ja auch noch. Und das ist jetzt fertig. Jetzt haben wir 14 von 17. In Sadrith Mora waren wir doch auch schon mal, aber da haben wir offensichtlich dann noch was übersehen. Oder bringe ich jetzt wieder die. Ach nee, ich bringe wieder die Orte durcheinander. Hm, was war? Ich wollte auf eine Mauer springen und spring daneben. Oh. Jetzt komme ich doch gar nicht hoch. Echt nicht? Doch. Nee. In Sadrith Mora waren wir schon mal, aber da müssen wir auch irgendwie noch was machen, weil die Burg ist auch noch schwarz. Ja, wie ist das so? Na gut, dann halt ein kühles Bad. So, wo möchtest du denn jetzt hin? Ja, ich muss hier wieder raus. Wie gesagt, ich muss dachte, etwas unfreiwillig schwimmen. Ich dachte, wir suchen uns draußen ein Camp und machen erstmal Pause. War jetzt irgendwie Knallkines, oder? Nein, ja. Hat also jetzt aber nichts, hat jetzt nichts mit der Quest zu tun, sondern es passte gerade ganz gut. Wieso ist die eigentlich jetzt immer noch da? Wer? Ah nee, das ist deine Dingsbums. Das ist meine Miri. Meine Miri. Ja, ja. Ich war jetzt gerade irritiert. Ja. Ja, ihr habt's mitgekriegt, der Pran will schon wieder Feierabend machen. Das sagt nicht immer schon wieder. Ja. Außerdem bin ich nicht ganz fit. Ich habe mich gereckt, entschuldigt. Ich konnte nicht mehr auf meiner Dingstaste drücken. Auf meine Stummtaste. Ja, das. Zellen hat heute, glaube ich, nur im Roulette verloren, aber so passiert das hin und wieder. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr da wart, dass ihr zugeschaut habt, ein bisschen ja, und auch mit abgestimmt habt und etc. pp. Morgen ist dann wieder auf dem Meer rumdümpeln, Rough-Time, theoretisch zumindest. Schauen wir mal, ich gehe mal davon aus. Ja, bis dahin, macht euch einen hübschen Tag, lasst euch gut gehen. Trinkt genug und ne, ihr wisst schon, ne, wie es angeht. Und dann, ja, wie gesagt, wenn ihr Lust und Laune habt, sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dorthin. Baba. Mach's gut. Von mir aus auch einen schönen Tag noch, eine schöne Woche. Und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Und ich find's toll, dass ihr uns zuschaut, folgt und uns unterstützt. Macht's gut. Okay.